Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne zwei sehr, sehr ähnliche Foundations gegeneinander testen. Und zwar sind das diese beiden Serum Foundations von L'Oreal. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, wie die so sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich das Video von Hattie gesehen und von Maxime und da wurde diese Foundation vorgestellt und dann habe ich danach bei DM gesucht und dann wurde mir die auch vorgestellt und die kosten beide 14,95 €. Hä? Sind beide von L'Oreal. Das ist einmal die Perfect Match Nude aufpolsterndes getöntes Serum mit 1% pure Hyaluronsäure. Habe ich in der Farbe 0,5 bis 2 sehr hell und das ist von L'Oreal Age Perfect, die Serum in Make-up Fond de Teint Serum Foundation. Die habe ich in der Farbe 150 Beige Creme mir bestellt. Das sind die beiden. Und ich frage mich halt, warum L'Oreal jetzt gerade die beiden rausgebracht hat. Und irgendwie sieht die ein bisschen dunkler aus. Ich hoffe, es funktioniert. Gleichzeitig. Und ja, ich habe jetzt ein imperfektes Gesicht. Ich weiß nicht ganz genau, was bei mir los ist. Ich glaube, dass es tatsächlich ist, weil ich oft genug tagsüber sage, boah, ich habe so einen Hals. Und da hat sich meine Haut gedacht, ja, dann rasten wir doch einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht was Falsches gegessen habe. Oder ob es daran liegt, dass halt wirklich meine Haut auf mein Herz reagiert. Und damit leben wir jetzt einfach mal. Und ich finde es auch gar nicht so verkehrt, einfach mal zu gucken, wie die Foundations auch von der Deckkraft sein können. Denn da können die sich tatsächlich einmal austoben. Und ja, ich würde beide Foundations gerne auftragen mit Pinseln von BH Cosmetics. Da habe ich einmal einen Foundation-Pinsel aus dem Midnight-Pinsel-Set und aus dem Mrs. Bella BH Cosmetics-Pinsel-Set. Die sind sehr vergleichbar. Und einblenden werde ich beides mit dem Schwämmchen von Luvia in Kooperation mit Maxime Giacomo. Die Perfect Match Foundation, die ich auf dieser Seite auftragen werde, hat eine Pipette, wo sie rauskommt. Also das ist halt eine super flüssige Geschichte. Und die Age Perfect Geschichte kommt in einem Pumper, der sehr locker ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also er fühlt sich nicht extrem hochwertig an. Das hier unten ist aber bei beiden Glas. Wenn ich die jetzt beide hier mal auf dem Tellerchen swatche, sehen die farblich gar nicht so ultra unterschiedlich aus. Und jetzt gucken wir mal die Flüssigkeit an. Wow, ne? Also die, wow, Perfect Match Geschichte fließt, während die Age Perfect Geschichte einfach mal stehen bleibt. Dann tragen wir hier mal die Perfect Match auf. Die soll ja verschiedene Shades direkt mit abdecken. Da bin ich ja extrem gespannt drauf. Ein Duft hat sie definitiv. Aber sie passt sich schön meinem Hautton an. Das kann man wirklich so sagen. Ne? Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Muss noch eingeblendet werden und ein bisschen aufgebaut werden. Aber so sieht es gut aus. Hier kommen wir natürlich an die kritische Stelle des Tages. Sie deckt schon ab. Ne? Ist jetzt nicht so mega immens, aber es ist auf jeden Fall okay. Ich werde sie da aber wirklich noch ein bisschen aufbauen. Aber ich finde es gerade unfassbar schön, wie sehr sie sich meinem Hautton anpasst. Das ist echt, das gefällt mir. Jetzt nehme ich mir Schwämmchen und Spiegel von Maxime und blende die ganze Geschichte mal schön ein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann ich mich nicht beschweren. Und jetzt kommt die andere Seite dran. Ja, die ist ein ganz kleines bisschen dunkler und definitiv fester. Vom Duft her riecht sie eher cremiger, während die Perfect Match Seite tatsächlich eher nach Wandfarbe geduftet hat. Ja, das ist jetzt hier eher cremiger. Entschuldigung. Ich brauche aber von der Age Perfect Geschichte deutlich weniger Produkt. Das merke ich auch gerade. Mal gucken, was die jetzt mit meinem Hals veranstaltet. Da muss ich jetzt mal ein bisschen was nachnehmen, ne? Ja. Also wirklich dieser Pumper. Ja, da kommt gut Produkt raus. Kann man schön machen, aber ich finde den nicht so mega geil. Auch hier kommt das fantastische Schwämmchen wieder zum Einsatz. So schauen die beiden Seiten jetzt aus von der Entfernung, aber ich zoome euch gleich nochmal eben ein bisschen näher ran. Ich finde, aus der Ferne sieht man jetzt keinen exzessiv krass großen Unterschied, aber aus der Nähe sieht man einen.
Die Leichtigkeit der Perfect-Match-Seite sieht man ihr auch richtig an. Es ist wie eine zweite Haut, hat sich schön mit der Haut verbunden und ich sehe nicht geschminkt damit aus. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Auch die L'Oreal Age Perfect Reihe ist schön. Hier habe ich halt diesen Pflegeeffekt noch mit dabei. Also hier ist noch ein bisschen mehr Strahlkraft zu sehen. Ne? Da sieht man richtig dieses Leuchten, was natürlich auch mit der Konsistenz zu tun hat und den Inhaltsstoffen. Ich kenne die Inhaltsstoffe jetzt aber ehrlich gesagt nicht so ultramäßig. Gefallen tun mir beide Seiten. Wirklich sehr, sehr gut. Und beide Foundations haben auch wirklich ein Go bislang, auch am Hals. Ne? Das sieht echt viel besser aus. Natürlich ist es hier ein bisschen dunkler, aber es sieht besser aus als unabgedeckt, um das mal so zu sagen. Ja, die Deckkraft von beiden Seiten gefällt mir. Es ist beides, also die Perfect Match ist eher leicht und die L'Oreal Age Perfect ist eher mittel von der Deckkraft. Mag ich aber beides gerne leiden. Ja. Ne? Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, was euch eher so catcht, welche Seite ihr schöner findet. Und jetzt kommt noch ein bisschen Concealer drauf. Denn auch einen neuen Concealer oder Corrector hat L'Oreal in der Perfect Match Reihe rausgebracht. Das ist dieser Augenpflege-Concealer mit purer Hyaluronsäure. Habe ich in der Farbe Rose Porcelain 1 bis 2 Punkt R bis 1, was? 1 bis 2 Punkt C. Genau, ja. Schaut so aus. Und das ist einer zum Hochdrehen. Yay! Wir haben Produkt am Pinsel und tragen es direkt mal unter den Augen auf. Oh ja, das ist echt mehr ein Corrector, ne? So ein bisschen wie diese Bäcker-Gedönsen. Was aber nicht schlimm ist, weil dadurch ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen leichter und lässt die untere Augenpartie dann wahrscheinlich, hoffentlich, nicht ganz so cakey oder wie auch immer aussehen. Ich blende mir das jetzt direkt mal ein hier mit dem Schwämmchen. Dann nehme ich die spitze Seite hier. Kann man vielleicht sogar ein bisschen besser auch unter der Foundation verwenden, ne? Und der ist extrem flüssig. Gefällt mir aber echt gut vom Ergebnis her. Der hat die untere Augenpartie einfach so ein bisschen aufgehellt. Ich habe das jetzt auch auf meinem Lid aufgetragen. Und da sieht man schon, das hat Rötung abgedeckt, das hat Augenschatten abgedeckt. Sieht aber trotzdem super natürlich aus. Jetzt mache ich mal die andere Seite und dann hole ich euch ein Stückchen näher ran. Ihr seht, was ich meine, ne? Das ist wirklich eine ganz leichte Geschichte, die überhaupt nicht so aussieht, als hätte ich jetzt Produkt unter den Augen. Und was ich echt schön finde, also für den Alltag super toll. Und wenn man mehr Deckkraft möchte, kann man natürlich das Produkt unter die Foundation geben und darüber dann auch nochmal Concealer auftragen. Mir persönlich reicht es aber so. Und das, also ich finde es schön. Ich finde es richtig, richtig, richtig schön. Jetzt ziehen die Foundations auch beide ganz gut gerade an, beziehungsweise trocknen auch runter. Das sieht man hier auch bei der Age Perfect Geschichte, dass da der Glanz ein bisschen weniger wird. Das heißt, es ist nicht mehr so nass auf dem Gesicht, aber beide haben wirklich noch einen schönen Glow. Und jetzt mache ich mein Make-up eben fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal. So sieht das Ganze dann mit Puder und Blush, Bronzer, Highlighter, Rampampam, Augenlook, Tü aus. Und es hat alles sehr gut funktioniert. Selbst der cremige Bronzer, den ich darauf aufgetragen habe, hat sich auf beiden Seiten schön mit der Foundation verbunden. Es hat sich nichts abgetragen oder sonst irgendwas. Ich werde das Ganze jetzt auch einfach mal den ganzen Tag tragen und euch in die Infobox mal reinschreiben, wie das Ganze gehalten hat. Denn ich werde nachher ganz viele Adventskalender-Unboxings drehen. Danach sehe ich meistens etwas zerstört aus, weil ich ja die Mütze trage, gerade hier an der Stirn und ja, rote Lippen und so weiter, ihr wisst Bescheid. Was ich euch jetzt aber schon mal sagen kann, so nach, wie lange habe ich denn jetzt das andere Video geschminkt? 3 Stunden oder so. Die Seite von der Perfect Match Foundation, die hat hier so ein bisschen mehr die Fältchen betont, gerade hier so die Lachfältchen, während die Age Perfect Seite... Also ich sehe das tatsächlich, weil hier habe ich nur eine Falte und hier habe ich gerade 2 Lachfalten. Seht ihr das? Ne? Also das betont halt weniger wohl die Fältchen. Deswegen Age Perfect passt auf jeden Fall. An und für sich sieht aber beides sehr gut aus. Wobei ich jetzt aktuell eher zu der Age Perfect tendieren würde. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, welche Foundation von den beiden für dich eher in Frage käme, welche du interessanter findest. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!